Hallo alle, es ist 1. Jänner 2022, also Neujahrstag, und er soll uns ein bisschen Hoffnung geben. Es hat mich heute positiv überrascht, dass unser Regierungskleinformat in der Zeitung den Wünschen der Kinder Raum und Platz gegeben hat. Und die möchte ich euch jetzt ohne Nennung der Namen natürlich vorlesen und am Ende einen kleinen Kommentar dazu geben. 11 Jahre aus Oberösterreich. Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass wir in der Schule weniger Tests haben. Und ich nehme an, er meint hier die Röhrchentests und sonstiges. Corona finde ich sehr nervtötend und darum möchte ich, dass es keine weitere Covid-Welle mehr gibt. Außerdem hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben. Ein Kind 8 Jahre aus der Steiermark. Ich wünsche mir, dass endlich wieder alles ganz normal wird, so wie es eben vor Corona war. Das Schlimmste war, als ich meine Freunde nicht mehr treffen konnte. Deswegen hoffe ich, dass das nie mehr passiert. Ein 10-jähriges Kind aus Vorarlberg. Ich würde mich freuen, wenn Corona endlich vorbei ist und die lästige Maskenpflicht aufhört. Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie und Freunde. Besonders freue ich mich auf den Sommer, die Berge und eine Übernachtung auf der Almhütte. Ein 13-jähriger aus Kärnten. Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass ich mich wieder frei bewegen kann, sowohl in der Schule als auch mit meinen Freunden. Einfach ganz normal, so wie es vor Corona-Zeiten eben auch gewesen ist. Geschwister, 7 und 4 Jahre aus Oberösterreich. Für 2022 wünschen wir uns, dass im Kindergarten und in der Schule wieder Ausflüge und Wandertage möglich sind. Und dass mein Bruder in diesem Jahr endlich seine erste Geburtstagsparty feiern kann. Wir hoffen, dass Corona bald wieder ganz weggeht. 7 Jahre alt aus Vorarlberg. Ich wünsche mir, dass ich zu meinem Geburtstag und zur Erstkommunion im Mai wieder ohne Maske ins Gasthaus gehen kann. Wenn die Corona-Ampel wieder auf grün steht, kann ich mit meinen Freundinnen mein neues Spiel und Lego spielen. Ein 3-jähriges Kind aus Tirol. Ich wünsche mir, dass meine Mama und Papa gesund bleiben und dass das blöde Virus endlich verschwindet, damit ich mit meinen Freundinnen spielen kann. Und ich freue mich darauf, dass ich im neuen Jahr schon ganz bald 4 Jahre alt werde. Ein 5-jähriges Kind aus Wien. Ich möchte zaubern können. Abracadabra. Dann könnte ich Bauchweh und Corona wegzaubern. Ich mag es nicht, wenn Menschen Masken tragen müssen. Und dann wünsche ich mir noch, dass es Paw Patrol in echt gibt. Dann könnten die Hunde jedem helfen. Ein 9-jähriges Kind aus Kärnten. Ich freue mich auf meinen Geburtstag im Jänner und hoffe, ich bekomme ein Pferd. Für das neue Jahr wünsche ich mir auch, dass alle gesund bleiben und dass Corona bald vorbei ist. Und viel Schnee zum Skifahren. 10 Jahre alt aus Oberösterreich. Ich wünsche mir zu Neujahr Gesundheit für meine Familie und alle Bekannten und Freunde und dass Corona endlich verschwindet. Dann können wir wieder normalen Schulunterricht haben. Ich kann endlich wieder zum Tanztraining und zum Reiten. 11 Jahre aus Oberösterreich. Ich wünsche mir im neuen Jahr, dass Corona endlich aufhört, damit wir endlich wieder alle unsere Freunde immer und überall treffen können. Außerdem freue ich mich darauf, wieder mal einen coolen Urlaub ohne Corona-Regeln zu haben. 9 Jahre aus dem Burgenland. Ich wünsche mir so sehr, dass wir nächstes Jahr die Masken in der Schule endlich wieder weglassen können. Mein Traum wäre es, dass so etwas wie Normalität einkehrt und dass auch Homeschooling hoffentlich für immer der Vergangenheit angehört. 12 Jahre aus Kärnten. Mein größter Wunsch für das Jahr 2022 ist, dass wir alle, vor allem meine gesamte Familie, gesund bleiben. Und ich möchte meine Freundinnen wieder ohne schlechtes Gewissen umarmen und ganz fest drücken können. 7 Jahre aus Niederösterreich. Ich wünsche mir vor allem, dass meine ganze Familie gesund bleibt. Außerdem hoffe ich, dass ich endlich wieder mit meiner U8-Mannschaft vom Sportverein in der Halle trainieren darf. Das ist mit Maske nicht möglich. 6 Jahre alt aus Wien. Mein größter Wunsch wäre, dass Corona endlich wieder verschwindet, damit wir in der Schule keine Masken mehr brauchen. Außerdem will ich bald ganz viele Freunde zu mir nach Hause einladen. 4 Jahre aus Wien. Ich will ein Lernbuch, damit ich schon etwas für die Schule vorbereiten kann.
Obwohl ich gar keine Angst vor Spritzen habe, wünsche ich mir, dass die Kinder wegen Corona nicht geimpft werden müssen. 7 Jahre aus Niederösterreich. Ich wünsche mir, dass ich nächste Weihnachten wieder meine Großeltern besuchen kann. Das war die letzten 2 Jahre wegen Corona leider nicht möglich. Ich will wieder ins Ausland reisen können wie früher. Und zu guter Letzt 9 Jahre aus Tirol. Ich wünsche mir, dass alle Menschen impfen gehen und Corona vorbei ist. Ich bin selbst schon geimpft und mir ist es dabei gut gegangen. Die Treffen und Feiern sollen wieder genauso wie vor der Pandemie möglich sein. Der Gesamtkommentar zu diesen rund 15 bis 20 Kinderwünschen ist wohl eindeutig. Die unverantwortungsvollen Maßnahmen dieser Regierung schädigen unsere Kinder maßgeblich. Ersetzen wir einfach das Wort Corona durch Corona-Maßnahmen und wir wissen den Auftrag der Kinder an diese Regierung. Bedenklich ist einzig die letzte Aussage, nämlich, dass ein Kind sich wünscht, dass alle Menschen geimpft werden. Und das deutet auch schon wieder an, dass es in Einzelfällen leider Gottes schon gelungen ist, auch Kinder Gehirn zu waschen oder klassisch zu konditionieren. Mein persönlicher Wunsch für das neue Jahr wäre, dass wir als Bevölkerung dieser Regierung zeigen, dass sie als unsere Angestellten das zu tun haben, was für uns gut und richtig ist und nicht, was sie für die Pharmaindustrie oder für die eigene Tasche im Zuge von korrupten Kontakten zu Corona-Maßnahmen, Günstlingen für wichtig halten. In diesem Sinne ein hoffentlich wirklich besseres Jahr, das wir soeben begonnen haben.